Guten Tag. Aus aktuellem Anlass diesmal kam mir doch tatsächlich das Wort Plagiat wieder unter. Und wie man damit umgeht, wie man im Allgemeinen damit umgeht, wie öffentliche Personen damit umgehen oder andere Leute damit umgehen und so weiter und so fort. Das ging mir alles heute ruckartig wieder als Erinnerung durch den Sinn. Ja, Plagiat und die fremden Federn, das ist so das Hauptthema. Ich werde hier auf diese Personen eingehen, aber erstmal schnell zum Plagiat selber und natürlich auch ein paar lustige Dinge. Ja, was ist ein Plagiat? Das ist aus dem Französischen. Kurz gesagt ist die Anmaßung fremder geistiger Leistungen. Dies kann sich auf die Übernahme fremder Texte oder anderer Darstellungen fremder Ideen oder beides gleichzeitig beziehen. Das war aus Wikipedia. Wie komme ich da drauf? Ich zeige erst vorher ein anderes Bild, und zwar erfolgreiche Anti-Corona-Maßnahmen. Und es geht um das Krankenhaus Jerusalem, das ist in Hamburg. Und ja, da sagte, ich glaube, das war der Direktor des Krankenhauses, dies wurde über ein Bündel von Maßnahmen erreicht, ein früherer Besucherstopp direkt zu Anfang der Pandemie, welcher bis heute besteht. Pandemie, kriegt doch wieder das Husten, ne? Bei diesem Wort. Pandemie ist ja etwas anderes, aber da gehe ich ja drauf ein. Naja, bisher in meinem Kanal alles schon geklärt. So, und dann lauter solche Dinge. Und diese Maßnahmen, die haben alle dazu geführt, dass weniger schlimme Dinge mit dem Virus aufgetreten sind. Und da schrieb doch jemand zu einem ähnlichen Kommentar, zu einem ähnlichen Beitrag, die würden sich auch auf die Schulter klopfen, wenn es morgens hell wird. Und tatsächlich, unter anderem sehr gut und so weiter, ich habe es auch gelobt, das ist ein herrlicher Satz. Und da sagte dann auch jemand, wurde ja früher schon gemacht, von einigen mit der Sonnenfinsternis. Das waren die Ägypter, die haben solche Dinge, die keiner wusste, schon vorausberechnet und vorausgesehen und haben sich dann entsprechend haben dann entsprechende Sonnenfinsternis vorhergesagt, allerdings in einem ganz anderen Ausmaß, und das wäre die Katastrophe. Damals, glaube ich, ging es darum, den Herrscher zu stützen. Na gut, egal. Also ich fand den Satz so schön, aber wie ging das dann weiter? Also solche Maßnahmen, ja, die kann man sich auch auf die Schultern, da kann man sich auch auf die Schultern klopfen. Ich hatte mal, das war am 7.10.2016, ganz schnell den Kindern damals erklärt, wie man das 1x1 ganz schnell lernen kann, und zwar indem man laut lernt, weil man mit den Augen das erste Mal die ganze Sache durchs Gehirn schickt und dass man das auch schön im Zusammenhang macht und so weiter und so fort. Vielleicht werde ich hier noch oben einen Link anbringen, mal sehen. Dass man das sprechen soll, denn das schickt das Ganze das zweite Mal durchs Gehirn, und mit dem Hören, sich selbst sprechen hören, kontrolliert man sich selber und schickt praktisch zur Kontrolle das dritte Mal durchs Gehirn, und zwar indem man ganz einfach zu Anfang einfach abliest, ablesen, nicht zudecken oder sowas, sondern so schnell lesen lernt, dass man das komplette 1x1 unter 10 Sekunden schafft. Ich möchte es jetzt nicht vorführen, wie gesagt, ich habe hier oben bei den Links, habe ich das dann dazugefügt, habe ich mich doch entschlossen. 2 Jahre später ungefähr kam ein Kollege darauf, auf diese Idee, und zwar 1x1 dauerhaft lernen, das war mein lieber Kollege Lehrer Schmidt. Und das hat mir auch gefallen. Er macht es ja immer sehr hübsch, ne, seine Videos, muss ich echt sagen. Und da habe ich geschrieben an den Kollegen, sehr schön, lieber Kollege, denn es ist ja viel netter aufbereitet als meins. Und zwar dieses Video, was ich damals schon durch die Gegend gejagt hatte. Meins hatte damals ein paar 80.000 und seins hatte gleich das 10-fache. Ach, das sieht man jetzt am Rand nicht. Naja, das 10-fache dann aufgrund dessen auch. Bis dahin hatte Lehrer Schmidt auch andere Themen behandelt. Und ja, wie hat Lehrer Schmidt darauf reagiert? Na, wie ein Profi, Mensch. Er schrieb nämlich, das ist ja der Knaller. Es freut mich, dass wir gleicher Meinung sind. Da dein Video älter ist, kannst du dich nun als der Urvater dieser Methode verstehen. Und ich hatte auch gesagt, dass man damit Vokabeln lernen kann. Und er schob dann nach, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ja auch mit Vokabeln klappt. Das habe ich heute, da habe ich heute auch etwas gelernt. Naja, ich fand das gut, ne, seine Reaktion. Dann habe ich allerdings geschrieben, der Urvater war mein alter Fluglehrer Wolfgang Bramer.
Wir mussten damals so einen Haufen Mist auswendig lernen und so ging's super. Er hat das mit dem Herzchen versehen und hat sich mitgefreut, na und so weiter. Dann kamen noch ein paar Kleinigkeiten und ich beglückwünschte ihn damals zu seinen 60.000 Abonnenten. Mittlerweile hat er um die 960.000. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Ich hoffe, es wird bald 1 Million. Guckt mal auf den Kanal von Lehrer Schmidt. Wirklich, er erklärt das immer so schön einfach. So einfache Dinge, die kann man auch wirklich einfach erklären. Gut, tja, und wie kam ich allerdings auch noch darauf? Es ging nämlich heute, eigentlich schon seit ein paar Tagen durchs Netz, doch kein Bachelor und das betraf Frau Baerbock, Annalena Baerbock, die dann unsere Kanzlerkandidatin werden sollte, ne? Oder soll angeblich, oder das hoffen viele oder was auch immer. Aber, und da möchte ich gleich mit aufräumen, nicht, dass da irgendjemand falsche Schlüsse zieht, und zwar der Tagesspiegel legt da natürlich nach, Baerbock legt akademische Zeugnisse vor. Muss ich gar nicht groß kommentieren. Also das heißt also, wenn man das dann wirklich vorlegt und sagt, hier, ich habe doch mal studiert, studiere, heißt sich bemühen, dann ist natürlich da nichts dran. Das sind Falschmeldungen im Netz. Ja, das zum Thema Plagiat. Da fallen euch sicher noch viele weitere Beispiele von Politikern ein, die dann entsprechend abgeschossen wurden. Und vielleicht gibt es ja auch in eurem Bekanntenkreis solche Leute, die sich mit fremden Federn schmücken. Was hat das allerdings wieder mal mit dem Thema Unbildung zu tun? Naja, wenn ich keine eigenen schönen Federn habe, ja, irgendwas muss ich ja machen, um aufzufallen, ne? Gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr denkt auch über dieses Thema mit nach. Ich habe es ja alles im Wesentlichen schon geschrieben im Buch. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch den Link anfügen muss. Ach doch, ich mache mal für mich Werbung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denn ich weiß, ihr tut etwas. Das sehe ich immer wieder an Statistiken. Und ich glaube auch, ihr macht es richtig. Also, macht was, aber macht's gut. Bis später. Tschüss.